Schönen guten Morgen zusammen, Leute. Wie ihr unschwer sehen könnt, bin ich schon mit dem Motorrad unterwegs. Und meine Maschine bekam ich schon vor mehreren Wochen zurück von Honda Bigwing nach der Reparatur. Honda Bigwing macht einen guten Job, muss ich sagen. Hätte ich nicht mit gerechnet. Die Maschine sieht aus wie neu und lässt sich auch fahren, als hätte ich niemals einen Unfall gehabt. Dazu direkt mehr. Insgesamt wurden 32 oder 33 Teile ausgewechselt, unter anderem Tank, Seitenbleche, Lenker, die vordere Gabel und das Vorderrad etc. Also ihr seht, ist jetzt leicht angestaubt. Momentan steht die Maschine mehr bei mir zu Hause unterm Vordach rum, als dass ich damit fahre. Ich weiß, es war mal wieder sehr ruhig auf meinem Kanal, um nicht zu sagen, überhaupt nichts los. Und das hat seinen Grund. Ich fahre momentan nur sehr kurze Strecken, das heißt zum Einkaufen, zum Essen. Und das war es auch schon. Die meiste Zeit verbringe ich zu Hause. Jede Bodenwelle, jeder Puckel, den spüre ich in den Knochen. Und da kommt selbst, wo ich eingefleischter Motorradfahrer bin, keine große Freude auf. Auch mit der Lauferei klappt das nicht so besonders gut. Auch während des Laufens Schmerzen scheint die Hüfte zu sein oder was auch immer. Einige werden sich erinnern, hier bin ich schon mal rumgelaufen, nahm das auf und spazierte auch da oben hoch. Also so Sachen sind momentan nicht drin. Wenn überhaupt noch mal, weiß ich nicht, kann ich momentan noch nicht sagen. Vielleicht ändert sich das auch mal wieder von heute auf morgen. Jedenfalls, so wie es momentan aussieht, kann ich keine weiten Strecken mehr fahren, so Touren machen, wie ich die früher gemacht habe. Und hier in Hua Hin bin ich ja nun mal größtenteils durch und hänge auch meistens zu Hause rum. Keine Ahnung, irgendwie ist bei mir auch die Luft raus momentan. Ich hoffe, das ändert sich mal wieder. Mit dem eigentlichen Unfall hat das nichts zu tun, dass ich weniger fahre. Also ich habe da mental keinen Knacks abbekommen. Ich fahre genauso wie vor dem Unfall, nämlich rasant. Habe absolut keine Angst auf dem Hubel. Geht einzig darum, dass mir die Knochen wehtun bei jedem Hubel. Und ja, sieht nicht so gut aus und wie gesagt, ich weiß nicht, wann es denn mal wieder losgeht. Und wie auch immer, bin auch nicht allzu viel in Hua Hin unterwegs, kann euch da auch nicht allzu viel Neues berichten. Sei nur angemerkt, in Hua Hin ist im Vergleich zu den Vorjahren wesentlich mehr los. Sehr viele Touristen da, unter anderem auch Chinesen und Russen. Die Russen, die machen sich jetzt da unten am Taotaki ab, ziemlich breit. Scheint wieder so ein kleines russisches Viertel zu werden. Und auch Blueport und Market Village sind sehr gut besucht. Also die Leute werden sich freuen, dass sie mal wieder ein bisschen Einkünfte haben. Und ich gönne es ihnen, dass das auch weiterhin so bleibt. Die Anlage da hinter mir scheint auch neu zu sein. So, ich hoffe, ihr habt jetzt mal wieder nach 3 Wochen Lebenszeichen von mir gesehen. Oder sicher ein Lebenszeichen von mir gesehen. Wie bei den Umständen entsprechend wird auch hoffentlich langsam wieder besser. Das Video soll auch keine Rechtfertigung sein, sondern ist eine Feststellung, was nicht geht, geht nicht. Auch einige monierten, dass ich die Kommentare nicht beantworte, wie ich das früher gemacht habe. Ich habe ja fast jeden Kommentar individuell beantwortet. Ich kann auch nicht mal allzu lange am PC sitzen und auch längere Videos bearbeiten, dürfte momentan eine Qual sein. Also habt da bitte ein bisschen Verständnis für, wenn ich da nicht auf alles reagiere und mich auch sehr rar im Internet mache. Ich erledige da das Nötigste und das war es auch schon. Und ja, happy bin ich da auch nicht drüber. Ich war immer sehr aktiv, war immer unterwegs, hatte immer was zu tun. Und ich wäre am glücklichsten, wenn ich wieder auf den Hobel könnte und wieder eine Tour machen könnte Richtung Norden. Aber geht halt nicht, muss ich mit leben. Und ja, sieht momentan recht langweilig aus in meinem Leben. Nicht zu ändern. Falls euch meine Videos gefallen, abonniert bitte meinen Kanal, bewertet sie positiv, bleibt mir alle miteinander gesund, haltet die Ohren steif und lasst es euch gut gehen.